Die viertägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wird um 2 Tage verlängert. Noch nie sind im Krieg in der Ukraine so viele russische Soldaten getötet oder verletzt worden wie in diesem November. Plötzlicher Wintereinbruch hat große Teile der ukrainischen Schwarzmeerküste lahmgelegt. Vor Beginn der Klimakonferenz. Finanzen im Mittelpunkt der COP28. 100 Jahre Interpol. Generalsekretär spricht von Epidemie international organisierter Kriminalität. Wenige Stunden vor Ablauf der zunächst auf 4 Tage angelegten Feuerpause im Gazakrieg haben Israel und die islamistische Hamas sich auf eine Verlängerung geeinigt. Die seit Freitagmorgen geltende Feuerpause soll um 2 Tage ausgedehnt werden. Außerdem wird damit gerechnet, dass weitere Geiseln freikommen sollen. When Hamas stops releasing hostages under the existing framework, Israel will return to realizing our 3 goals with full force: eliminating Hamas, ensuring that Gaza never again poses a threat to the people of Israel and of course releasing all of our hostages. Noch am Montag wurden wie zuvor erwartet weitere Geiseln freigelassen. 11 Israelis seien in die Obhut von Mitarbeitern des Roten Kreuzes gegeben worden, teilte die israelische Armee am Abend mit. Nach israelischen Medienberichten handelt es sich um 9 Kinder und 2 Frauen. Im Gegenzug sollen 33 weibliche und jugendliche palästinensische Häftlinge entlassen werden. Mehr als 100.000 Menschen haben im Herzen Londons gegen Antisemitismus demonstriert. Einen Tag nach einer groß angelegten pro-palästinensischen Kundgebung, bei der ein dauerhafter Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hamas gefordert wurde. Seit den Hamas-Angriffen in Israel am 7. Oktober, die den jüngsten Krieg ausgelöst hatten, haben sich in Großbritannien antisemitische Straftaten gehäuft. I want to support Israel. I want to see the hostages freed from Gaza. But I'm also a proud British Jew. I love living in this country and I want it to be a safe place for all Jews. Recently there's been lots of attacks and intimidation in the wake of recent events, and it's just nice to show that everyone in the UK does have Jewish people's back and we're not alone. In den spanischen Städten Barcelona und Merida haben hunderte Menschen Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung bekundet und eine Verlängerung der 4-tägigen Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Die jüngste Feuerpause ist die erste Unterbrechung der Luftangriffe auf den Küstenstreifen seit den Hamas-Angriffen auf Israel. Está siendo masacrado una vez más por el Estado de Israel. En poco más de casi 2 meses, más de 15.000 personas han sido asesinadas, 6.000 de ellos niños y niñas. Como seres humanos tenemos que tener una respuesta, porque esta situación es insoportable. Seit den Angriffen hatte Israel erklärt, die militante Hamas, die im Gazastreifen regiert, vernichten zu wollen und den Gazastreifen mit Luftangriffen übersät. Noch nie zuvor sind so viele Soldaten aus Russland im Krieg in der Ukraine getötet oder verletzt worden wie in diesem November. Besonders viele russische Verluste gibt es offenbar bei den Kämpfen um Adivka im Donbass, unweit von Bachmut. Das meldet das britische Verteidigungsministerium. London geht davon aus, dass die russische Seite im Durchschnitt 931 Opfer pro Tag zu beklagen hat. Dabei werden Tote und Verwundete zusammengerechnet. Weder Moskau noch Kiew veröffentlichen Zahlen der eigenen Verluste. Über einen russischen Telegram-Kanal mit dem Namen »Der Weg nach Hause« fordern Frauen von Russen an der Front, dass ihre Männer schnell nach Hause kommen. Der Kreml kehre die Probleme unter den Teppich, meinen die Frauen. Die Ukraine sollte in den kommenden Wochen weitere Leopard-Panzer bekommen. Diese gelten als eine Erklärung für die ukrainischen Erfolge an der Front bei Charkiw. Ein plötzlicher Wintereinbruch hat große Teile der ukrainischen Schwarzmeerküste lahmgelegt. Am schlimmsten wurde die von Russland besetzte Halbinsel Krim getroffen.
Meterhohe Wellen sorgten vielerorts für Überschwemmungen. In der Hafenstadt Sewastopol schlossen Behörden und Schulen, eine Entscheidung, die später auf die gesamte Krim ausgeweitet wurde. Auch im Verlauf des Montags sollten sie geschlossen bleiben. Die von Russland eingesetzte Regierung auf der Krim rief die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Auch der Süden Russlands und die teilweise besetzten Regionen Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson in der Ukraine waren von den extremen Wetterbedingungen betroffen. Der Sturm erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 144 Stundenkilometern. Er sorgte für Überschwemmungen, riss Bäume um und legte Stromleitungen lahm. Mehrere Regionen riefen den Notstand aus. Rund 2 Millionen Menschen mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Meteorologen sprachen vom stärksten Sturm seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Die Finanzen stehen im Mittelpunkt der Weltklimakonferenz COP28, die am Donnerstag in Dubai beginnt. Experten zufolge werden rund $1 Billion pro Jahr benötigt, um die Entwicklungsländer bei den Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Ein Beispiel ist Pakistan, das 2022 fast vollständig überflutet wurde. Obwohl das Land weniger als 1% der weltweiten Treibhausgasemissionen ausstößt, werden Naturkatastrophen immer häufiger und verheerender. Während des Klimagipfels soll eine Einigung darüber erzielt werden, wie viel Geld in den neuen Loss and Damage Fund fließen wird. Er soll für die teuren Folgen von extremen Wetterereignissen aufkommen. On the other hand, the US instead is by the voice of John Kerry has also announced contributions of millions of dollars, which is a very different scale of magnitude. And still open is the question of will countries that were considered developing in 1992, like Saudi Arabia and China, will they contribute or not? Das Europäische Parlament entsendet eine 12-köpfige Delegation nach Dubai. Die Sozialdemokraten verteidigen hohe finanzielle Beiträge, um globale Solidarität zu zeigen. Die Fraktion will in den kommenden Monaten vorschlagen, dass ein ähnlicher Fonds nur für die EU eingerichtet wird. We need to help people adapt to the new situation. We need to help farmers so that they can continue grow crops that are much more resistant and resilient when it comes to climate change. Because at the end of the day, if we help the vulnerable communities, we create support for the European Green Deal, and that is something we all benefit from. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die reichen Länder den ersten Fonds, der 2019 eingerichtet wurde, immer noch nicht nutzen. Der grüne Klimafonds sollte jährlich $100 Milliarden sammeln, um den Entwicklungsländern zu helfen, in den Übergang zu sauberen Energiesystemen zu investieren. Die EVP-Delegierte auf der Konferenz sagt, dass dies so schnell wie möglich erreicht werden sollte. In the end of the day, we have to acknowledge the fact that the European Union is indeed doing its best for climate transition. But if we don't do it along with the US, China, India, we cannot mitigate climate change. Erwartet wird, dass Tausende von Politikern und wissenschaftlichen Beratern auf der COP28 Empfehlungen für einen neuen Rahmen für die internationale Klimafinanzierung sowie einen endgültigen Fahrplan für die Umsetzung dieser Empfehlungen abgeben werden. Der größte Eisberg der Welt ist erstmals seit 3 Jahrzehnten wieder in Bewegung. Der fast 1 Billion Tonnen schwere Eisberg mit der Bezeichnung A23A driftet vergleichsweise schnell an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel vorbei. Starke Winde und Strömungen unterstützen dies. Er hatte sich die vergangenen Jahrzehnte weitgehend nicht bewegt, nachdem er auf dem Meeresboden aufgesetzt hatte. Warum der Eisberg in der Antarktis jetzt in Bewegung geriet, ist unklar. Heftige Regenfälle und starke Winde haben die Türkei am Wochenende heimgesucht. Vor allem in den westlichen, südlichen und nördlichen Regionen herrschte extrem schlechtes Wetter. Für die Region Antalya wurde von den Wetterbehörden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Sturm brachte zahlreiche Bäume zu Fall. An den Stränden trafen riesige Wellen aufs Land. Einige Boote wurden beschädigt. Starke Regenfälle legten auch den Verkehr lahm. Nach dem Sturm in Izmir trat das Meer über die Ufer. Einige Stadtteile an der Küste wurden überflutet. Viele am Ufer verteute Boote sanken.
Vor einem Gericht in Paris ist der Prozess gegen 6 ehemalige Schüler gestartet. Sie sollen an der Ermordung des Lehrers Samuel Paty im Oktober 2020 durch einen Dschihadisten beteiligt gewesen sein, sollen dem Täter geholfen haben. Das Verbrechen war als islamistisch motivierter Terroranschlag eingestuft worden. Polizisten hatten den 18-jährigen Täter erschossen. Die Öffentlichkeit bleibt von dem Prozess ausgeschlossen. Ein weiteres Verfahren im selben Fall gegen 8 Erwachsene ist für Ende 2024 geplant. Interpol-Chef Jürgen Stock hat das staatsübergreifend organisierte Verbrechen als ernstzunehmende Epidemie bezeichnet. Der Generalsekretär sprach kurz vor dem 100. Gründungstag seiner Organisation am Dienstag. Interpol ist eine weltweit kriminalpolizeiliche Organisation mit derzeit 194 Mitgliedstaaten und Sitz im französischen Lyon. We are currently facing an epidemic of transnational organized crime, which is undermining societies, communities and businesses. It is now so significant that it has become a global security emergency. Interpol war im Jahr 1923 in Wien gegründet worden als International Criminal Police Commission. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in Interpol umbenannt und bekam eine neue Verfassung.